Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge, die Schicksalsklinge. So, die Helden haben geschlafen, die Helden sind fit, die Helden sind reiselustig und wir schauen mal, dass wir jetzt nach Bremen weiterreisen zu Fuß. Bremen ist zumindest kartenmäßig scheinbar ungefähr genauso groß wie Torwahl. Auf meiner Karte sieht es ein bisschen kleiner aus als Torwahl. Dort wollen wir jetzt mal bitte hinreisen und da sind wir in die richtige Richtung unterwegs. So, wir haben über unsere Seefrau nichts rausgefunden in Xial, was jetzt erstmal meine Hoffnung war, aber das Spiel hat Nein gesagt. So, wir lagern. Wache halten bitte Raketo, CS und Flexi. Ihr wisst, wie das läuft. Essen schaut Grotaki. Und er kann was Essbares erlegen. Und Julia geht mal drei Stündchen Kräuter sammeln. Ja, die Einbeeren gefallen mir sehr gut. Da können wir uns zur Not ein bisschen hochheilen mit. Und dann schlafen wir und ziehen weiter. So, ich hoffe dann, dass wir in Bremen, weil es halt so groß ist, dort mal nochmal mächtige Informationen finden. In einiger Entfernung könnt ihr ein Gebäude erkennen. Ein Schild über der Tür weist es eindeutig als Herberge aus. Wollt ihr euren Tagesmarsch beenden und hier einkehren? Das ist aber nicht dieselbe Herberge, wo wir schon mal waren. Das ist so viel sicher. Wir gehen mal gucken. Ah, das ist wirklich... Okay, es ist eine Herberge. Alles klar. Können wir trotzdem noch weiterreisen? Weil... Es ist früh am Morgen. Ich dachte jetzt, das wäre wieder so eine Ruine. So, wir sind in Bremen. Ich habe schon aus dem Augenwinkel einen Tempel gesehen. Gut, werden wir jetzt erstmal vorsprechen. Rontra. Rontra war immer meine Lieblingsgöttin, als wir das noch gespielt hatten als Pen and Paper. Weil es war doch irgendwie die Kampfgöttin, Kriegsgöttin oder so irgendwas. Und wie fand ich die toll? Frag mich nicht mehr, wieso. War halt so. So. Hier erhoffe ich mir jetzt ganz viele Informationen. Und die Stadt wird wahrscheinlich gigantisch sein. Bleibt immer schön da draußen, wo ihr hingehört. Alles klar. Ich wollte eigentlich nicht stören. Wir schauen uns nur um und brechen bitte nirgendwo ein. Achso, das ist ein Tempel, ziemlich abgelegen. Einen Heiler brauchen wir gerade zum Glück nicht. Sind in eigentlich ganz gutem Zustand. Hier ist Markt. Dann gehen wir mal gucken. Waffen. Kaufen. Wir haben in letzter Zeit, glaube ich, nichts kaputt gemacht. So richtig viel Auswahl hat er auch nicht. Dann mal Kräuterstand gucken. Auch recht eingeschränkt. Möchten wir was verkaufen von Julia? Auf Tollwut sind wir vorbereitet. Tonys Blüte. Moment, was war das? Achso, das ist Meditationsgaraffel. 17 Dukaten. Nee, behalten wir mal. Haben wir nur die eine von. Dann... Der Krämerstand. Was hast denn du? Zunderkästchen brauchen wir nicht. Wir können zweimal Licht machen. Schleifstein. Fackeln brauchen wir auch nicht. Brecheisen haben wir. Hacke und Hammer, glaube ich, auch. Ich hätte halt eine Axt, hätte ich halt jetzt gekauft. Wenn das Spiel hier gesagt hat, ihr habt keine Axt. Verdammte Axt. Okay. Das war der Markt. Geöffnet von 16 bis 3 Uhr. Das ist wahrscheinlich dann eine Taverne. Wo geht's denn hier hin? Das ist der Hafen. So, es gibt Schiffe nach Jalsingor, Manren und Aren. Jalsingor, da wäre ich halt geneigt, das zu nehmen. Denn das ist eine der Städte, wo... war das eine Frau, die wir suchen? Ja, ich glaube, es war eine Frau. Genau, die Großenkelin Algide Trondersdotter von Hügelig soll in Guldason oder in Jalsingir, jedenfalls irgendwo an der Westküste, zu finden sein.
die hat vielleicht ein Kartenstück für uns. Also Yaisingor wäre ich eventuell dabei. Weil da ist halt auch die Frage, wie man sonst halt da hinkommt. Wir fragen mal noch beim Hafenmeister nach ankommenden Schiffen. Nächsten zwei Tage wird wohl kein Schiff ankommen, antwortet der Hafenmeister. Okay. Ich will aber jetzt auch nicht direkt weiterreisen. Müssen wir hier zwei Tage mindestens zubringen, aber das ist dann so. So, wir möchten nicht einbrechen. Aus Gründen. Nein. Ja, ich wollte nicht ins Wasser springen. So schlimm ist es noch nicht. Schon wieder eine Heine. Ich glaube, bei dem waren wir schon mal. Es ist schwierig, hier systematisch durch die Stadt zu laufen, wenn das Spiel mich immer rumdreht, wenn wir ein Haus verlassen. Damit komme ich orientierungstechnisch nicht so gut klar. Er mag uns nicht. Dann sagen wir hier mal Hi. So, die Taverne ist nicht schlecht besucht. Wir bestellen uns Bier und fragen nach Informationen. Wir geben auch mal noch eine Lokalrunde, haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. So, der Wirt klopft kräftig mit einem leeren Holzbecher auf die Theke. Habt ihr gehört? Die Reisen hier geben einen aus. 40 Silbertaler kostet der Spaß. Ja, das bezahlen wir natürlich. Und einen für den Wirt. Nee, wir legen noch einen für den Wirt drauf. So, hab Dank. Gut zahlende Kunden wie euch weiß ich zu schätzen. Hast du... Nee, Frau möchte uns einladen. Wir stellen uns vor... Wer zu Fuß nach Xial reist, hat unterwegs die Möglichkeit... im Langschiff zu übernachten. Das ist wahrscheinlich die Taverne, in der wir waren. Oder das Gasthaus. Das wissen wir. Wir bestellen was zu essen. Eine kräftige Mahlzeit. Und die schmeckt recht gut. So, wir kriegen unser Bier. Und möchten gerne Informationen. Einen gemütlichen Tagesmarsch in Richtung Kort gibt es am Wegerand. Die Herberge Adlerfels. Ja, Kord ist halt auch eine Küstenstadt an der Westküste, wo wir auch zu Fuß noch hinlaufen können. Dort gibt es halt einen Weg. Aber dann zu den beiden an der Westküste genannten Städten gibt es halt dann zumindest auf meiner Karte keinen Weg mehr. Ich weiß noch nicht. Hast du sonst noch was? Nein. Ein Mann möchte uns einladen. Wir stellen uns vor... Wenn ihr nach Kord wollt und keine Zeit habt, auf ein Schiff zu warten, dann könnt ihr unbesorgt die Straße dorthin nehmen, denn die ist eigentlich in recht gutem Zustand. Ja, vielleicht sollten wir das dann noch machen und dann in Kord vielleicht nochmal nach einem Schiff gucken. So, gegessen haben wir. Wir verlassen mal die Taverne. Irgendjemandem schlecht? Ja, Kotaki. Mahlzeit. So. Hä? Irgendwie viel Grün und viel Fluss mitten in der Stadt, okay? Die nächste Taverne. wir haben erst gut eingesoffen. Ein Schmied brauchen wir gerade nicht. Raketo hat sein Zeugs nicht kaputt gemacht. Nochmal einen Heiler. Ups. Ich wollte nicht die Hauswand einrennen. Können wir mal bitte irgendwas zu übernachten finden? Der möchte uns nicht. Das waren die beiden Tavernen. Gibt es noch irgendwo eine türkise Option? Hier wird es nach Kord gehen. Ja, das geht halt Richtung Westküste. Und wenn man dann an der Westküste weiter guckt, sind dann oben drüber noch zwei rote Pünktchen an der Küste. Das sind die beiden Orte, wo wir hin möchten. Aber da gibt es auf meiner Karte keinen Weg hin.
weiß auch nicht, wie genau die Karte ist. Wir suchen uns mal bitte irgendwas zum Schlafen. Da wäre theoretisch ein Händler. Eins zurück und hoch. Wieder eine Kneipe, Pottwahl. Na gut, dann machen wir die Nacht durch. Wir saufen noch einen. Wir sagen mal Hi. So, sind nur wenige Gäste da. Wir bestellen halt mal wieder Bier. Und hätten gern Informationen. Nichts Spezielles. Was ihr auch immer suchen mögt, bei Storko werdet ihr es finden. Was weißt du sonst noch? Oh. Naja, lasst mal überlegen. Wenn ihr nach Kord wollt und keine Zeit habt, auf einem Schiff zu warten, dann könnt ihr unbesorgt die Straße dorthin nehmen, denn die ist eigentlich in recht gutem Zustand. Das hat uns schon mal jemand erzählt. Was gibt es sonst noch an Interessantem? Ach ja, der alte Stollen am Fluss ist verflucht. Schon so mancher, der versucht hat, dort irgendwelche Schätze zu bergen, ist nie zurückgekehrt. Stollen am Fluss? In Bremen? Fragezeichen? Habe ich mal aufgeschrieben? Oh, geht weiter. Garsvik Thorfinnsson. An der Theke lehnt ein Torwaller im besten Kleiderschrankformat. Ein wahrer Hühner. Als er schwankend auf euren Tisch... Er kommt leicht schwankend auf euren Tisch zu. Das sind Muskeln, was? Garsvik heiße ich. Ich bin schon unter vielen Kapitänen gefahren und auch zu Lande kein unbeschriebenes Blatt. Wenn ihr jemanden braucht, der sich hier auskennt und der dazu auch noch zuschlagen kann, dass die Fetzen fliegen, dann bin ich euer Mann. Stimmt, ich hatte ganz vergessen, man kann auch hier NPCs mitnehmen. Ähnlich wie in Might and Magic, aber in Might and Magic sind das ja mehr so, ja, irgendwelche Zusatzwerte oder Reparieren und so Typen. Ich glaube, hier kämpfen die mit. Moment, sauf weiter das? Nein. Wir nehmen den mit. Ohaha, dann seid ihr also Söldner. In der Tat, ihr scheint mir der Richtige zu sein. Komm, bitte zu uns. Bitte, 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 bitte. Das Mol, abgemacht. Und ein Feuer drauf. Ah, Feuer war doch Bremer Feuer oder so? Gibt's da, glaube ich, ein alkoholisches Getränk? Wir sind ja in Bremen. Ja, sei uns willkommen. Wird eine Runde Feuer. Wir haben Personal. Ein Mann tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch einladen? Ja, bitte. Wow, wir haben Personal. Wir stellen uns vor. Der alte Stollen am Fluss ist verflucht. Das hat uns schon mal jemand erzählt. Und welche studieren? Cool, Taverne verlassen. Ich will gucken, was das mit dem Typ da auf sich hat. Kotaki ist mal wieder schlecht. Sorry, Kotaki. So, du hast eine Ork-Nasen-Axt. Und einen Säbel. Wie passt denn das zusammen? Bist in Äxten 10. Und Säbel ist eine Hiebwaffe, auch 10. Und Waffenlo... Wow, der ist Stufe 5? Der Junge ist Stufe 5. Der ist Stufe 5? Okay. Trinkhorn. Wintermesser. Der ist Stufe 5. Wir sind Stufe 2. Okay, wenn wir den richtig im Kampf benutzen können, würde es, glaube ich, ein Träumchen. Mut, Klugheit, okay. Körperkraft 15. Wow. Okay, 44 Lebenspunkte. Wow. Herzlich willkommen in der Truppe. Was kannst du sonst so? Du bist ein Torwaler. Das sind ja irgendwelche Kämpfer mit leichter Rüstung, glaube ich, so barbarenmäßig was. Schwimmen kann er verdammt gut. Ist ja auch ein Seemann, wobei die ja eher weniger schwimmen können normalerweise. Gefahren sind -3, ist halt übel.
Ja. Okay, ich könnte auch mal zuerst nochmal nach vorne stellen, weil wir in der City sind. Wie? Der ist Stufe 5. Jesus Gott, verdammt nochmal Stufe 5. Eigentlich wollten wir irgendwo schlafen. Aber stattdessen haben wir schon wieder gesoffen. Das hat sich voll gelohnt. Das war wahrscheinlich irgendein normaler Laden. Spiel, gib mir mal bitte irgendwas, wo wir uns ausnüchtern können. Bitte, bitte. In so einer großen Stadt muss es sowas geben. Da, vor uns. Nein, das ist auch wieder nur ein... Wir werden nicht schon wieder saufen. Nein. Nicht schon wieder. Wer ist denn jetzt eigentlich aktuell voll von uns? Kotaki ist voll. Okay, nur Kotaki ist voll. Zael verträgt nicht so viel. War das die Kneipe, in der wir gerade waren? Ha! Hier können wir uns den Rausch ausschlafen. Zimmerlieben, hast ja recht. Spielschlafsaal reicht. Eine Nacht. Und wir legen uns direkt aufs Ohr. So, damit sind wir wieder gut beisammen. Nein, ich wollte nicht zaubern. So, was machen wir jetzt in der Stadt? Gibt es hier irgendwo ein Haus, in dem uns irgendjemand irgendwas Wichtiges sagt oder eher nicht? Gib mir mal 3 Sekunden, ich guck mich mal um. So, ich habe mich umgesehen, ich habe nichts mehr gefunden, habe natürlich dann auch gleich wieder geladen. Dadurch haben wir ein bisschen Zeit gespart, Musterchen. Und jetzt möchte ich gucken, ob wir nach Kort gehen könnten. Das müsste halt dann irgendwo im Süden sein, also eventuell da unten der Ausgang. Ich werde immer so ein bisschen mit der Zeit haushalten. Weiß ja nie, was noch passiert im Spiel. Ah ne, da geht's nach... Skjall? Wieso? Hä? Hä? Skjall ist nördlich von hier. Bisher haben immer so die Richtungen der Ausgänge immer so ein bisschen mit der Karte übereingestimmt. Aber diesmal irgendwie nicht. Ich möchte gern zu Fuß gehen. Einfach, dass wir das mal alles gucken können. Ich hoffe mal. Also die haben ja schon gesagt, dass wir von... hier nach Kort können, wobei das ist auch eher westlich. Wetter gestellt fest, dass plötzlich 18 Silberteile aus dem Geldbeutel verschwunden sind. Jetzt fällt euch auch der Mann ein, der vor einigen Minuten so merkwürdig an euch vorbeigestolpert ist. Oh, bitte, pass mal bitte auf dein Zeugs auf. So, wo ist der Ausgang aus der Stadt, den ich wollte? Ein Mann vor euch beginnt unvermittelt an den Schuhen von Julia herumzuwischen und er lässt sich nicht davon abbringen, bis er die Schuhe auf Hochglanz poliert hat. Seht ihr? So wirkt Blutblitz, der Wunderschwamm, entfernt jede Art Schmutz in kürzester Zeit. Für den Orkschlechter von heute ein unentbehrlicher Gegenstand. Das ist doch gefährlich. Bring dich schnell in den Isinde-Tempel. Super, her damit. Wir kaufen so einen Schwamm? Und dann wurde er zum Händler. Hast du jetzt wirklich den Schwamm? Irgendwie nicht. Wie auch immer. War schön, dich kennengelernt zu haben, aber eigentlich suche ich einen Ausgang aus dem Ort. In diese Richtung geht es nicht weiter. Okay, ist zur Kenntnis genommen. Ich wollte ein bisschen über die grüne Wiese laufen, aber Spiel hat Nein gesagt. So, wo geht's hier hin? Ah, da geht's nach Kort. Okay, wir reisen nach Kort und dann schauen wir, wie wir weiter nach Norden kommen. So,
soll ja ein cooler Weg sein, hat man uns gesagt, hierüber. So, wir sind müde, wir rasten. Ah, ich habe schon wieder vergessen, die Marschposition zu ändern. CS, Akito und Flexi halten Wache. Kotaki kommt nach vorne. Kotaki geht auch Essen gucken. Nirgends Wasser, aber was zum Essen. Kräuter, Julia. Sagen wir mal zwei Stündchen. Fisselkraut, das war sehr gut. Und dann halten wir ein Schläferchen. Ich will mal kämpfen und gucken, was unser Garswick-Torwaller-Typ da, was der so drauf hat. In einiger Entfernung könnt ihr ein Gebäude erkennen. Ah, das müsste dann diese Herberge sein, von der uns auch jemand erzählt hat. Ja, wir gehen mal da rein. Aber es ist halt noch mitten am Tag. Nee, komm, wir reisen weiter. Was soll's. So, jetzt sind wir in Court. Das ist nur ein kleines Kaff. Zumindest ist der Punkt auf der Karte ziemlich klein. Schwindet ihr Tagediebe? Hab dich auch lieb. Der hat uns auch nicht lieb. So, was machen wir hier? Vor allen Dingen, wo können wir hier hinreisen von hier aus? Gibt's hier einen Tempel? Das wäre mir mal ganz lieb. Oh, es wird so langsam dunkel. Hinter uns ist was Gasthausmäßiges. Da ist ein Tempel. Dann gehen wir dort zuerst mal hin. Speichern. Dann fühlen wir uns sicher. Und das ist eine Herberge. Wir müssen aber noch einen Absacker trinken. Vorher können wir nicht ins Bett gehen. Wir müssen ja auch Informationen erfragen. Von daher, da hinter uns könnte eine Gelegenheit zum Besäufnis sein. So, hi. Ferne ist nicht schlecht besucht. Ach so, ich habe gerade überlegt, 7 Bier. Aber ja, wir sind jetzt so 7. Der trinkt wirklich mit. Okay. 7 Bier. Und Informationen bitte. Nichts Spezielles wie immer. Was auch immer, was ihr auch immer suchen mögt, bei Storko von Kolbritz in Bremen werdet ihr es finden. Ja, das hat man uns schon mal erzählt von dem Storko in Bremen. Kannst du sonst noch was sagen? Eine Frau lädt uns ein. Wir stellen uns vor, einen halben Tagesmarsch in Richtung Bremen gibt es eine, ja, der Adlerfels, die Herberge am Wegesrand. Ja, da waren wir kurz. Wir bestellen noch was zu essen. So, der Wirt kommt mit unseren Krügen. Die Straße nach Bremen ist zwar eigentlich überflüssig, weil man genauso gut mit dem Schiff fahren kann, aber sie ist trotzdem recht gut im Zustand. Ja, da kommen wir gerade her. Ansonsten weiß er nichts. Eine Frau lädt uns ein. Wir stellen uns vor, ja, wieder die Herberge Adler. Herberge Adlerfels. Himmel, Herrgott, nochmal. Wir verlassen die Taverne. Und wer muss kotzen? Niemand. Wow. Dann gehen wir jetzt dorthin, wo wir schlafen können. So. Wir buchen uns ein Zimmer, Schlafsaal reicht, eine Nacht und schlafen. So, dann gehen wir gegenüber in den Tempel. Kurz Hallo sagen. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weiterreisen können. Keine Lust, jetzt jede Klinke hier zu putzen. Also tendenziell wollen wir nach Norden oder irgendwo westlich, falls es da eine Schiffsmöglichkeit gibt. Ja, hier ist ein Hafen. Es liegen momentan keine Schiffe im Hafen. Welche kommen an? Im Laufe der nächsten Tage kommen Schiffe nach Bremen und nach Trebahn. Wo zur Hölle ist Trebahn? Ah, das ist südlich von uns auf so einer Landzunge oder Insel. Könnte auch eine Insel sein.
oder war eher nach Norden. Von Bremen aus konnten wir nach Norden. Okay, dann gehen wir mal gucken, ob wir irgendwie über Land noch hier wegkommen. Auch wenn es keinen Weg auf der Karte gibt, kann es vielleicht doch irgendwo was geben. Hier kommen wir nach Bremen zurück, da kommen wir her. Also das ist der Hafen, da geht's nach Bremen. Dann schauen wir mal noch hier ums Eck. Gehen wir am Ortsrand vorbei. Ich würde mal sagen, zurück nach Bremen oder wohin, wo wir eigentlich gar nicht hin wollen. Ist auch nur Wasser. Na gut, ich überlege mir irgendwas in der Pause, was wir machen. Keine Ahnung. Also, bis gleich.